Willkommen zurück zu diesem Video. Ich möchte einmal kurz zeigen, wie man Bilder hochlädt. Und zwar gehen wir dafür einfach vor, wir hatten ja vorhin eine Anfrage bzw. einen Zählerstand mitgeteilt. Wir machen das jetzt gerade übers Handy. Ich gehe auf meine Anfragen, sage ein Plus, wähle allgemeines Zählerstand und mach dort, also klicke einmal auf Anhänge und wähle dort aus Foto oder Video aufnehmen. Hier oben könnte ich ein Foto verwenden, was ich schon geschossen habe. Hier könnte ich Dateien auswählen und hier kann ich direkt ein Foto rüber schießen. Das mache ich jetzt. Ist jetzt im Büro beim Notebook, aber das könnte jetzt auch mein Ziller sein. Wenn jetzt das Bild zum Beispiel verwackelt ist, kann ich hier unten links auf Neu gehen. Dann kann ich nochmal ein neues aufnehmen. Ich könnte auch noch alle Funktionen der Kamera nutzen. Ich kann zoomen, ich kann auch unten links auf Video gehen. So, mal angenommen, das wäre jetzt ein super Schuss. Dann mache ich das einfach. Und dann sage ich unten rechts Foto benutzen. Jetzt sieht man auch direkt an dem Balken, das wird jetzt hochgeladen. Ich kann jetzt noch auch hier reinschreiben, also mal angenommen, das ist jetzt der Wasserzähler, kann ich jetzt reinschreiben an bei das Foto. So, ich sehe jetzt an dem Haken, dass das Foto jetzt fertig verarbeitet ist und gehe auf Absenden. Hierbei müssen Sie beachten, die modernen Handys machen sehr, sehr hochwertige Fotos und Videos, auch in einer sehr, sehr guten Auflösung. Deswegen dauert das Übertragen, kann eine gewisse Zeit dauern und kann auch gewisses Datenvolumen in Anspruch nehmen. Ich bin jetzt gerade nicht im WLAN drin. Das heißt, eventuell macht das Sinn, dass Sie das machen, wenn Sie im WLAN sind. Je nachdem, wie Ihr Datenvolumen und Ihre Bandbreite ist, ist das auf jeden Fall ein Tipp, den man vielleicht beherzigen sollte. Ansonsten, während er gerade noch hochlädt, kann ich noch mal kurz dazu erklären. Unten rechts an dem Foto sieht man noch so ein Papierkorb-Symbol. Sollte ich also nach meiner Aufnahme noch mal einen Korrekturwunsch haben oder irgendwas anderes reingerutscht sein, kann ich auch nochmal mit dem Papierkorb das Bild rausschmeißen. Ich kann auch nochmal, wenn ich nochmal da draufklicke, auf eine freie Fläche bei dem Punkt Anhänge, kann ich noch weitere Fotos aufnehmen oder Dateien hinzufügen. Immer dasselbe Prinzip, ich klicke einmal drauf. Dann kommt die Frage, möchtest du ein Foto aus deiner Mediathek nehmen? Möchtest du ein Foto jetzt aufnehmen? Oder möchtest du eine Datei hochladen? Also immer dasselbe Prinzip dabei. Ich kann sogar die Reihenfolge sortieren. Wenn es zum Beispiel mehrere Zähler sind oder es eine bestimmte Reihenfolge sinnvoll ist für den Fall, kann ich auch suchen, welches das erste, das zweite, das bitte Bild oder Video davon ist. In der Regel ist nicht notwendig, aber noch mal kurz die Funktion erklärt. So, jetzt warten wir mal kurz, bis das hochgeladen ist. Vielleicht können wir diese Stelle vorspulen. Weil das kann so lange eigentlich nicht dauern. Mein Vorgang habe ich jetzt hochgeladen. Mein Vorgang ist jetzt hochgeladen. Wenn ich jetzt auf meiner Startseite bin, habe ich jetzt wieder neue Nachrichten dazu gekriegt. Wenn ich jetzt auf meine Anfrage gehe, sehe ich hier, da ist meine Anfrage. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber man sieht auf jeden Fall hier unten an der Dateiklammer, das ist immer ein Zeichen für Anhang, ist eine 1 dahinter. Das heißt, es gibt schon mal eine Anlage dazu. Wenn ich jetzt auf diesen Vorgang gehe, dann kann ich ihn aufklappen und ich sehe hier nochmal, was ich gemeldet habe, auch mit der Anlage dazu. Das heißt, genau dasselbe wie bei allen Vorgängen. Ich kann das also jetzt immer verfolgen. Ich könnte noch eventuell was dazu schreiben. Aber so sehe ich auch, was ich gemeldet habe. Und wie gesagt, man erkennt immer hier oben an diesem Klammersymbol, das hier oben, dass eine Datei dort angehängt ist. So sieht mein Vorgang aus und im Prinzip ist das Handling daher übers Handy immer ziemlich einfach. Wenn irgendwas ist, einfach
Handy aus der Hosentasche nehmen, ein Foto davon schießen, hochladen und wir haben dadurch einen sehr schnellen Überblick und sehr genauen Blick dafür, was tatsächlich dort passiert ist, ist immer schnell erklärt.